Guten Morgen. Hast du heute schon deine Temperatur gemessen? Vermutlich nicht, weil man merkt ja instinktiv, ob mit der Körpertemperatur irgendwas nicht stimmt. Vielleicht erinnerst du dich ja auch daran, wo du das letzte Mal Fieber oder wann du das letzte Mal Fieber gehabt hast. Meistens fängt es ja an damit, dass man sich unwohl fühlt, abgeschlagen, Schüttelfrost, man sucht sich Decken zusammen, man macht sich einen heißen Tee und der Körper regelt die Temperatur etwas hoch. Heutzutage weiß man ja meistens, woran es liegt. Es sind häufig Virenerkrankungen, können aber auch Bakterien oder Pilze sein, in seltenen Fällen auch mal andere Erkrankungen. Und dann nach ein, zwei Tagen hat der Körper es meistens selber geschafft. Die Temperatur geht wieder runter, beziehungsweise man schwitzt heftig, kann sich die ganzen Decken wieder vom Leib reißen. Und dann fühlt man sich noch ein, zwei Tage erschöpft und dann ist es meistens doch überstanden. Heutzutage weiß man recht viel über diese Erkrankungen, kann vorbeugen, vielleicht durch Hygienemaßnahmen, durch Sanitäranlagen, durch Impfungen. Man kann eventuell, wenn es schwer ist, auch Mittel geben, Antibiotika oder Medikamente gegen Bakterien, gegen Viren oder Pilze. Früher wusste man nicht so recht Bescheid, was hinter einem Fieber steckt. Vielleicht hatte man eine Ahnung, wenn irgendeine Wunde nicht gut aussah, geeitert hat, dass vielleicht damit das Fieber zusammenhängen könnte. Aber so eine wirkliche Ursache oder auch Therapie hatte man nicht, bis auf vielleicht die ein oder anderen Heilkräuter. Jesus hat zu seiner Zeit einen Hausbesuch gemacht, nämlich bei einer Frau, die Fieber hatte. Ich habe den Text rausgesucht aus Lukas Evangelium Kapitel 4, das ist der Vers 38 und 39. Nachdem er die Synagoge verlassen hatte, ging Jesus in das Haus Simons. Dessen Schwiegermutter war von einem heftigen Fieber befallen und man bat ihn, ihr zu helfen. Er trat an ihr Bett, bedrohte das Fieber, es verschwand sofort. Gleich stand sie auf, bediente ihre Gäste. Es muss schon ein ernstes Fieber gewesen zu sein, dass die Angehörigen sich große Sorgen machen, dass Jesus extra gebeten wird zu kommen und ihr doch zu helfen. Und Jesus kommt tatsächlich. Er tritt in das Zimmer der kranken Frau, tritt an ihr Bett heran, spricht, beziehungsweise in der Bibel steht, bedroht das Fieber und es verschwand sofort. Er hat also nicht gesagt, ja, das wird schon wieder. Warte ein bisschen auf, wir machen ein paar Wadenwickel. Ein, zwei Tage, dann ist vorbei. Sondern Jesus erkennt, da scheint wohl auch eine ernste Situation zu sein. Er möchte der Frau helfen und nicht nur irgendwann, sondern er möchte ihr sofort helfen. Und in diesem Fall, das Wunder geschieht, die Frau ist sofort geheilt und sie ist auch gar nicht müde und abgeschlagen danach, sondern sie steht direkt auf und freut sich, dass sie jetzt endlich ihre Gäste auch bedienen kann. Ich denke, das war für die Frau auch eine Qual. Da kommen die Tochter, der Schwiegersohn, eine ganze Menge junger Männer, Jesus auch mit dabei, ein berühmter Prediger zu der Zeit. Und sie liegt mit Fieber im Bett und kann sich nicht um die Gäste kümmern. Und ich denke, da war sie echt froh, dass sie jetzt aufstehen konnte und diese Gäste bedienen konnte. Jesus hat Hausbesuche gemacht damals. Und ich denke, er macht heutzutage auch noch Hausbesuche. Wenn du also krank bist, vor Erschöpfung ans Bett gefesselt bist, wenn du dich vielleicht ausgebremst fühlst von einer Erkrankung, muss ja nicht unbedingt Fieber sein, sondern es kann auch etwas anderes sein, dann kannst du von dieser Geschichte der fieberkranken Frau und diesem Hausbesuch von Jesus ein paar Sachen lernen. Ich denke, das Erste ist, Hilfe holen und Freunde und Familie bitten, dass sie dir helfen, beziehungsweise dass sie auch mit für dich beten. Dazu gehört wahrscheinlich auch, dass Freunde und Familie dich praktisch unterstützen. Eventuell auch, dass du dir eventuell, wenn sinnvoll ist, medizinische Hilfe suchst und dass du durchaus auch für dich beten lässt, dass du da nicht so stolz bist, sondern auch bei, ich sag mal, wenn es auch kleinere Erkrankungen sind, durchaus deinen Freunden Bescheid sagst, Mensch, ich fühle mich im Moment echt elend, ich bin ans Bett gefesselt, mir geht's nicht gut, bitte bete doch für mich. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, mach dir bewusst, dass Jesus wirklich mittendrin ist.
Er hat das versprochen. Jesus lebt, und wenn du das auch glaubst, dass Jesus lebt, dann kannst du auch sicher sein, dass er auch in so einer Erkrankungssituation, auch wenn du mit Fieber im Bett liegst, mittendrin ist, mit dir dabei ist, auch wenn du dich vielleicht überhaupt nicht danach fühlst. Ich meine, wenn man mit Fieber im Bett liegt, dann fühlt man sich nicht gerade geistlich, dann fällt einem vielleicht auch das Beten und Bibellesen schwer. Und ja, und du kannst ja auch nicht irgendwo rausgehen, eine Kirche oder vielleicht irgendeinen heiligen Ort, sondern da ist es wichtig zu wissen, Jesus ist jemand, der dann auch in diese Situation mit reinkommt und dann auch gegenwärtig ist. Das Dritte ist, ich wünsche dir natürlich von Herzen eine schnelle Genesung. Auch von Herzen gerne eine Spontanheilung. Es ist leider nicht immer so, dass Sachen, Fiebererkrankungen ganz schnell vorbeigehen, dass man sich schnell wieder fit fühlt. Wie es auch immer verläuft, denk dran, dass du Gott die Ehre und auch den Dank gibst. Das heißt, wenn es dir wieder besser geht, vergiss nicht, Gott zu danken mit dem, was du sagst, mit dem, was du tust. Also, Gott macht Hausbesuche, Jesus macht Hausbesuche, denk dran.